So, Versuch Nummer 5. Heute läuft's bei uns. Ja, heute läuft's echt gut bei uns. Wir kriegen heute, wir machen heute für euch einen Dreiteiler. So aber nur sagen. Zum Tanzen. So nach 5 Mal ist der Witz für uns auch nicht mehr lustig. Auch für euch vielleicht. Okay, wir tanzen es einfach vor. Ihr dürft mal gucken. Also Teil 1. Nur dass diesmal die Dame nicht rückwärts gegangen ist, sondern ebenfalls vorwärts. Das heißt, wir haben wieder unsere Expander-Position. Nur dass ich jetzt diesen Expander nicht drücke, sondern ihn aufziehe. Dass ich also wirklich einmal so richtig schön ihr Ende aufziehen kann. Und dann beide machen wir eigentlich unsere Promenade. Nur nicht komplett, sondern wieder eher etwas diagonal. Das heißt, dass wir sagen von hier, cha, cha, cha. Und jetzt beide gehen vorwärts, diagonal und wieder zurück. Ja, das haben wir mal von der Seite gezeigt. Cha, cha. Ja, von hier und dann wiege, wieder zurück. Das Ganze dann in die andere Richtung. Das heißt, Dame genau baugleich, nur andere Richtung rüber. Ja, das wäre Teil Nummer 1. Teil Nummer 2 ist einmal ein Herrenkörbchen und ein Damenkörbchen. Das heißt, aus dieser Figur am einfachsten, oder einfach nur beide Hände, darf er, wenn es für ihn nach links geht, die rechte Hand heben, darf über eine Art Promenade vorwärts gehen, darf sich eindrehen in die Körbchenposition, sodass wir hier dann einmal nebeneinander stehen. Das heißt, ich mache es nochmal aus der Richtung, dann seht ihr das nochmal, tscha, 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 dreh herum. Dass wir also hier über Kreuz in diese Körbchenposition ankommen. Dann dürfen wir unser Cha-Cha beide vorwärts tanzen. Und dann darf er, sie macht normal wieder vorwärts Promenade, er darf hier vorgedreht wieder raustanzen. Ja, also einmal reindrehen, einmal rausdrehen. Für die Dame an der Stelle ist es nur Promenade in dem Sinne. Das heißt, sie hat ja hier beide Hände. Er kommt an, ne, dreh herum, tscha, 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 da dreht er wieder raus. Ja. Danach das Damenkörbchen ist exakt gleich, nur vertauscht Rollen. Das heißt, diesmal dreht die Dame, ne, das heißt, dass er die Promenade macht, hat tscha, tscha, tscha. Und wenn es dann für ihn wieder nach links geht, darf er die rechte Hand durchführen über ihren Kopf. Und muss sich hier ein bisschen mitdrehen, sodass er hier wieder neben der Dame rauskommt. Jetzt dürfen wir von hier, er wiege vorwärts, sie dreht einmal wieder raus und dann sind wir hoffentlich wieder voreinander. Und Teil 3, und das ist dann jetzt letztendlich die Kombination mit letzter Woche. Das heißt, einmal diese Promenadenplatzwechsel-Sache, die wir gemacht haben, das kann ich jetzt auch aus dieser Körbchenposition. Das heißt, die Dame, das ist wichtig, die Dame ist im Damenkörbchen, ja, hier, da gedreht. Da kann er jetzt hier Wiege vorwärts, kann die rechte Hand heben und mit der linken Hand, die hier, die müsste ja hier irgendwo bei der Dame an der Seite dran liegen, da darf er einmal schieben. Ja. Das heißt, dass man hier Wiege, schieb einmal rüber. Und wenn wir es richtig gemacht haben, müssten wir trotzdem noch mit beiden Händen rausgekommen sein. Das heißt, ich muss nicht umgreifen, kann gar nichts. Ich kann, aber ich muss nicht. Ja? Und am Ende komme ich gegenüber wieder raus. Ja? Das heißt, nochmal ganz kurz ihre Schritte. Sie hat von, also, sie hat von hier, tscha, 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 eingedreht ins Körbchen, tscha, tscha, tscha. Und jetzt von hier aus geht's. Wiege, jetzt wird hier gedrückt vom Herrn,
Cha, cha, cha. Auf einmal sind wir rüber. Ja? Und der Herr steht auf der anderen Seite. Seine Stelle nochmal. Er hatte cha, cha, cha die Dame eingedreht. Cha, cha, cha hat sie wie rübergeführt. Ja? Und am Ende sind wir nebeneinander und können wieder ganz normal weitermachen. Ja, so viel zu diesem Dreiteiler. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ansonsten sehen wir uns ja, denke ich, im Online-Unterricht. Nächste Woche werden wir nochmal schauen, dass wir nochmal so ein bisschen ja, zusätzliche Sachen machen. Ein bisschen mal gucken, was da noch so bei rauskommt. Aber auf jeden Fall wisst ihr ja, 20.03. Weltrekordversuch. Meldet euch noch an, falls ihr es nicht schon eh seid. Ja, ansonsten, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.